Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung. Wir waren im Sommer 2020 in Norwegen angeln. Begleitet uns auf unserer Reise. Mit dabei waren dieses Jahr, Trommelwirbel, Alex aka der Captain, berüchtigter Seeräuber in den norwegischen Gewässern, Serge aka Smutjev, der unerschrockene Kameramann und Koch, der jedes Risiko eingeht, und als dritter im Bunde, Makrelenmantler. Gute Angler mit einem schwachen Magen. Dann mal los. So, heute geht's los. Unser Norwegen-Trip. Zur Corona-Zeit, was außergewöhnlich ist. Viel hin und her gab es. Aber wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt los. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg, die anderen Fisherman's Friends abzuholen. Es geht nach Norwegen! So, kurzer Pflichtstopp. Bei Angeltour. Muss sein jedes Jahr. Norwegen. Jetzt bis wir rein dürfen. Gerade wird abgeladen. Und dann geht es auch schon rein für uns. 10 Stunden und dann 3 Stunden noch in Norwegen und wieder. Das Angelabenteuer 2020 Corona wieder. Stunde 2, wir gucken mal, was geht.
Trip. Stunde waren wir draußen, ein paar Köderfische gefangen und geduscht. Jetzt bereiten wir das Abendbrot vor. Am nächsten Tag sehen wir weiter. Gezogen. Gefühlt 20.000 Makrelen, so um die 70 im Schnitt. Haben genug Köderfische, genug Filets gemacht. Das packen wir morgen in die Krabbenkörbe und gucken wir mal, was an Krabben geht. Da werden die Filets verarbeitet, portionierte. Jetzt nochmal. Heute Morgen eine längere Fahrt vor uns. Wir wollen raus auf Tara 80, im Berg, mitten im Nirgendwo. Das Wetter sieht gut aus. Das Meer ist geschmeidig. Gucken wir mal, was wir ziehen werden. Bis später. Thank you.
Der erste Köhler für dieses Jahr und ein Krautdorf. So, jetzt drillt der Kapitän. Dara 80. So, Säge am Brüllen, Tara 80. Ja, bei 50 Metern zeigt mir hier was. Zwei Stück. Köhler. Super. Zwei gute Köhler. Und der Captain zum zweiten. Junge!
Sarah 80. Läuft! Drei schöne Köhler. So, meine lieben Leute, wir sind auf der 80. Machen gerade einen Schwarm leer. Oh, einer hat sich schon verabschiedet. So sieht es hier vorne noch ein bisschen aus, ne? Haben wir schon mal was zu essen. Bis später. So. Hier sind wir noch bei Tara 80. Sergio im Drill. Sergio, was sagen Sie zu diesem Spot? Kann ich nur bestätigen. So. Da kommt ein voller Tannenbaum. Drills gehen weiter. Tara 80 hat nicht enttäuscht. Sind zwar mit Verspätung hier angekommen, mussten einen Kollegen zurücksetzen, aber unser Ziel Tara 18 für heute mehr als erfüllt. So, der Captain wieder im Drill. Schöne Teile. So, willkommen zurück. Sergio versucht gerade seine selbst eingeschmissene Reuse zu kontrollieren. Und gucken wir mal, ob es gleich ein paar Taschenkrebse gibt. So, Chef möchte das quer haben, machen wir doch. Sehr gut. Da
krabbeln die Viecher rum. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Schaut bis dahin auch auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr Videos von den Fahrten der letzten Jahre und Zubereitungstipps für dieses Seezeug. Spaßig, meine Filetieren und Kochen von Krebsen und so. Lasst aus Höflichkeit auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um Teil 2 nicht zu verpassen. Tschüss.